Servus Leute, willkommen zurück zu Rauchdannrompa 2. Nee, ich muss es richtig formulieren. Willkommen zurück zu Gundamrompa 2. Goodbye Dark Four Days of Destruction, Höllenhund Ohrring Edition. Mit Osoma. Hi. Ich habe das auch so genannt. Ich habe versucht, den Titel in die Videobeschreibung zu schreiben, aber der Titel war zu lang. Deswegen musste ich ein bisschen abkürzen. In die nächste Zeile quetschen. Es sieht aber lustig aus, wenn man das so ausgeschrieben sieht. Ja, sieht so aus, als ob das Feuer aus wäre. Das ist ein Wunder. Zur Hölle! Warum habe ich dich nicht gleich mitverbrennen können? Ich wäre so glücklich. Mein Merchandise ist komplett durchnässt. Oder durch all dieses Wasser, mit all diesem Wasser bespritzt und jetzt ist es oft voll geweicht. Hätte sowieso keiner gekauft. Jetzt ist so nass. Hey, ist es in Ordnung, jetzt reinzugucken? Timeout, Timeout. Niemals. Da kannst du nicht. Warum können wir da nicht reingehen? Guck dich doch mal um, so viel Rauch. Rauch und gefährliche Gase sind immer noch hier verteilt im Lager. Halle, in der Lagerhalle. Ich muss also erstmal ein bisschen liften. Well, yeah. Nun, ich denke, du hast recht. Es wäre ein Problem, wenn einer von uns den noch vorhandenen Rauch einatmet. Also, zu Wohl eurer Gesundheit, wartet bitte noch ein kleines bisschen. Sag's grad du. Du killst die einen nach den anderen und sagst dann zum Wohle der Gesundheit. Willst alle verhungern lassen, aber zum Wohle eurer Gesundheit. Im Ernst, ich hoffe, Nagito war die ganze Zeit im Lagerhaus und ist jetzt qualvoll verreckt. Also ich möchte übrigens an der Stelle jetzt gerade mal einmal erwähnen, hätte Monokuma wirklich die Leute verhungern lassen können? Ich meine, es würde gegen seine eigenen Regeln verbrechen. Ich meine, er kann eigentlich seine eigenen Regeln ja nicht brechen, nicht wahr? Ja, aber ich glaube, es wäre eher so gewesen, falls alle wirklich stur geblieben wären. Irgendjemand wäre garantiert zuerst gestorben. Und wahrscheinlich hätte er das dann als, ja, Oberstgrenze gesehen. Nee, ich glaube einfach, dass er tatsächlich Leute, die wirklich vor dem Abnippeln gewesen sind, halt mit Dr. Killgut hätte retten müssen. Ja, aber was hätte er gemacht, wenn wirklich jeder stur gewesen wäre und keiner hätte irgendjemanden getötet? Hätte er alle retten müssen, dann hätten sie gewonnen gegen ihn. Ja, das wäre eigentlich klug gewesen, aber nö. Aber trotzdem will ich Gundam nicht dafür verurteilen, weil er hat wenigstens einen halbwegs guten Grund gehabt. Wie Gundam selbst sagte, Mord rechtfertigt Mord, drin ich, aber in gewissen Situationen ist es nicht entschuldbar, aber sagen wir es mal, eher vorstellbar oder ein eher gebilligteres Mittel. Sagen wir es mal so. Während ihr wartet, warum guckt ihr euch nicht mal ein bisschen das Monokuma-Theater an, das ich frisch repariert habe, frisch vorbereitet habe? Ja, viel Spaß. Alles ist eine Lüge. Okay, das Let's Play ist eine Lüge, ich beende. Tschüss! Mein Kanal ist eine Lüge, Osoma LP ist eine Lüge. Also eigentlich ganz YouTube ist eine Lüge, ihr habt es gehört, ihr müsst jetzt sofort alle Selbstmord begehen und die ganze Welt ist dann tot. Danke, Monokuma, du hast gerade die ganze Welt auf dem Gewissen. Monokuma existiert gar nicht. Das Monokuma-Theater existiert gar nicht. Ich hab's gewusst, ich hab Drogen genommen, deswegen sehe ich die ganze Zeit so einen schwarz-weißen Bären. Alles ist nur ausgedacht.
keinen Grund dahinter. Es gibt keine Beziehung, wie dem auch sei. Alles wurde einfach nur gemacht. Ist auch ein Spiel. Monokuma kann nirgendwo gefunden werden. Warum seid ihr überhaupt hier? Warum warst du jetzt hier und hast es gesagt? Deine Monokuma-Theatren werden immer dümmer. Nein, jetzt steht der Fettsack da auch noch. Ja, nun, das Monokuma-Theater ist vorbei. Ich bin mir sicher, dass es inzwischen gut durchgelüftet ist. Außerdem fange ich an, mich besser zu fühlen. Nur weil mein wichtiges Merchandise ruiniert wurde, bedeutet das ja noch nicht, dass ich die ganze Zeit, dass ich für immer depressiv sein muss. Immer wenn ich depressiv bin, frage ich mich selbst diese Frage. Warum sind deine Augen eigentlich vorne? Damit du nach vorne laufen kannst. Also seid nicht traurig darüber, was bereits passiert ist, und seid positiv. Wir haben es bereits verstanden. Jeez. Genug von deinem Bullshit. I'll leave the rest to you. Okay, ich überlasse den Rest euch. Sogar Fuyuhiko kann sich nicht mehr richtig aufregen. So nervig ist der. Und mach das Licht an. Und ich hab's für euch eingemacht. Ihr könntet euch vielleicht in der Dunkelheit verletzen. Also dann, geht los. Geht direkt los. Los. Ist Nakito da drin? Mir ist übrigens wieder was eingefallen. Also Gundam hätte bestimmt sowas gesagt wie: Lass die Tränen der Götter regnen, auf dass die Flammen der Hölle erlischen. Oder Ibuki hätte bestimmt wieder irgendeinen wahnwitzigen Songtitel ausgepackt, der länger ist, als der, wenn der Satz endet, weiß man nicht mehr, wie er angefangen hat. Es ist so traurig, dass so... Ja, es fällt einem immer mehr auf, wenn gute Figuren verschwinden, die wirklich Eindruck hinterlassen haben. Wenn sie dann nicht mehr da sind, dann merkt man es erst. Er sagte es in der Videonachricht, aber wahrscheinlich ist er schon lange entkommen. Da war so viel Feuer und Rauch. Ich habe mir schon gedacht, dass ich ihn vielleicht endlich mal die Scheiße aus ihm rausschlagen kann. Hey. Und warum gehen wir nicht rein und gucken, wie es aussieht? Was ich mich schon gefragt habe, was ist das überhaupt für ein Symbol auf Chiakis Jacke? Das da auf ihrer Brust, auf ihrer rechten. Also von ihr Keine Ahnung. Ich dachte erst, das wäre das Logo der Hope's Peak, aber das sieht anders aus. Nee, die Hope's Peak ist es nicht. Das könnte ein Vogel sein, das könnte so eine Art Axt sein. Ich bin mir auch nicht sicher, was das für ein Logo sein soll. Wäre schön, wenn das auch irgendeine Anspielung auf was wäre. Das ist eine Gaming-Anspielung, keine Ahnung. Ja, weil ihre Haarspange ist ja, glaube ich, auch aus... Wie heißt das nochmal? Ja. Ich weiß nicht, wie das Spiel heißt. Jetzt für ein Atari war es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich Space Invaders ist. Das ist, glaube ich, das, worauf du hinaus willst. Ja. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ein anderes Spiel. Aber ich bin mir nicht sicher. Hachimi, was ist los? Es gibt ja mehr als genug solcher Spieler. Solar Striker und so. Nichts ist passiert, aber... Ich weiß nicht warum. Mein Herz rast und es will sich nicht beruhigen. Okay, wenn so ein Text kommt, dann heißt das schon mal, irgendjemand ist verreckt. Danke, Hachimi, für den Spoiler. Ich habe Angst. Und durch diese immense Bösartigkeit, die mich ersticht mich quer durch meinen ganzen Körper. Ich kann nicht mal dagegen standhalten. Es fühlt sich so an, als ob alles zu spät wäre. Ja,
Hajime, du hast schon gespoilert. Und da Nagito der Einzige ist, der nicht da ist, ist er tot. Warum bin ich so ängstlich? So, Hajime ist schon über Spoiler. Noch immer, gehen wir rein. Also jetzt sage ich zu 99% Nagito liegt irgendwo tot da hinten. Also ich sag's mal so, bis auf die eine Szene, wo Hajime am Strand war und total panisch war am Anfang des Spiels und alle einfach bloß, jo, es ist doch alles happy, gehen wir baden. Da war es genau das Gegenteil. Als Hajime ein gutes Gefühl zum ersten Mal gekriegt hat, dann ging's los. Ich höre schon wieder dieses komische Mönchgejodel. Ein... Oh Gott, was zum... Shared Order Permit. Irgendwas erstreckt sich quer durchs Lager, durch die Lagerhalle. Ich kann leider das Wort nicht lesen, es ist gerade überblendet an der Stelle. Carrot. Wie geschrieben? C-H-A-R-R-E-D. Also das dritte Wort heißt wahrscheinlich... Verkohlt. So, wahrscheinlich ein verkohlter Gestank lag permanent in der Lagerhalle. Und die Luft war so schwer, dass es schwierig war zu atmen. In dem Moment, wo ich meinen Fuß in die Lagerhalle setzte, eine Mixtur aus Bewilderment. Also Ängstlichkeit und Furcht, auf jeden Fall. Verwirrung. Okay, hättest auch Confusion sagen können, Hajime, aber okay. Ja, es kann auch Verblüffung oder Erstaunen heißen, also eins von den drei. Dann Verblüffen wahrscheinlich. Eine Mixtur aus Verblüffung, Ängstlichkeit und Furcht haben mich alle zusammen übernommen. Irgendwas riecht hier. Ich bin's nicht. Das ist nicht euer Ernst, oder? Es tut mir schrecklich leid. Soll das jetzt ein Scherz sein, oder? Ja. You serious? Hä, Miss Sonja? Sagen Sie es noch so. Nein, nicht das. Es ist... ein Geruch, den ich zuvor noch niemals gerochen habe. Nun... es macht schon Sinn, dass hier seltsame Gerüche in der Luft rumschweben, weil hier ja verschiedene Dinge verbrannt sind. Hey, hey. Hey, Alemann. Wusstet ihr von diesem Vorhang? Du meinst den Vorhang, den das Feuer erwischt hat? Was meinst du mit Wissen? Ich habe es bis jetzt nicht bemerkt, aber bis der Vorhang verbrannt ist, aber da ist noch eine Menge Platz auf der anderen Seite. Und lass mich raten, dahinter liegt eine Nagito-Leiche. Als ich dahin sah, wo Chiaki hinzeigte, da war viel Platz hinter dem verbrannten, zerstückelten, verkohlten, total vernichteten Vorhang. Miss Sonja? For sure. Ich verstehe schon, da ist ein... viel Platz hinter dem Vorhang. Ich hatte keine Ahnung. Sagst du irgendwas? Ist eigentlich der linksten Monokrumpe? Guck ich gleich. Dieser Geruch war Miss Sonja? Ernsthaft? War ja klar. Ich denke, Prinzessin, du weißt... tun das auch, also... mein Kopf... ist kaputt oder so. Was bist du? Ein Kind? Das ist irgendwie... bewege ich mich nach links, geht's nach rechts. Nee, tut sich nix. Vielleicht kann ich Nagito schon sehen. Hallo, Nagito. Du liegst doch garantiert da drin. Ich traue mich wetten um 5 Euro, dass da hinten jetzt irgendwo eine Nagito-Leiche liegt. Gehe ich jede Wette ein. Wenn nicht, habe ich 5 Euro verloren. Ich ging durch den verbrannten, zerstückelten, zerhackstückelten, zerschaschlikten und so weiter Vorhang mit einem langsamen, methodischen Schritt.
Ich hatte niemals erwartet, so eine oppressive, erdrückend? Eine oppressive heißt, glaube ich, erdrückend. Oder bedrückend. Bedrückend, ja. Also eine bedrückende Atmosphäre zuvor erlebt zu haben. Ich konnte mir nicht helfen, außer meinen Atem zu halten. Vor allem, so ein Wort weiß ich. Warum weiß ich die normalen Wörter, nicht aber sowas? Und dann auf der anderen Seite des Vorhangs sah ich die wahren, den wahren Grund dieser intensiven Bösartigkeit, die mein Gefühl übermannt hatte. Die ich gefühlt hatte. Und er ist tot, Nagito. Ja, es war sowas von klar. Okay, ich würde mal schätzen, all das, was du hier erlitten hast, hast du dir selbst zuzuschreiben. Sieht aber schon so ein bisschen brutal aus. Ich glaube, da hat der jemanden... Ich glaube, Akane war hier. Oder vielleicht ist Fuyuhiko doch zuerst da gewesen. Fuyuhiko hat die Bomben entdeckt, ne? Ja gut, ich weiß ja nicht, wie lange der hier schon liegt. Weil die Videonachricht hätte theoretisch gesehen auch zuvor irgendwann mal aufgenommen werden können. Ja. Das gilt jetzt herauszufinden. Aber ich wette, es ist nicht der Speer die Todesursache. Das ist immer so. Das offensichtlichste Gerät, also was hier in dem Fall jetzt verwendet wird, ist nicht die Todesursache. So, oh, Nagito ist mit einem Speer durchbohrt worden. Nee, das ist nicht der Todesgrund. Oh, sein Arm ist zerschlitzt und seine Beine zerschlitzt und... Nee. Außerdem hat er ein Messer in der Hand stecken. Nee, er hat den Mund zugeklebt. Wobei... Ist seine Nase zugeklebt? Nee, oder? Ich glaube nicht. Seine Nase müsste frei sein, sonst hätte ich gesagt, der Todesursache ist ersticken. Nee, Nase ist nicht zugeklebt. Okay, dann ist es auch nicht ersticken. Was hat man im ersten Teil? Sayaka ist erstochen worden, Byakuya ist erstochen worden im zweiten. Dann hatten wir... Dingens, Chihiro ist erschlagen worden, Mahiro ist erschlagen worden. Drittes war... Celeste war die dritte Mörderin, oder? Die hat... Mhm. Ja gut, Hifumi hat Taka erschlagen und er wurde dann von Celeste erschlagen, also... Hier war der dritte Mord... Mikan. Okay, das war erhängen. Das stimmt irgendwie nicht so. Da sind ja auch die Ähnlichkeiten gewesen, dass es ein Doppelmord ist. Ja. Stimmt ja, okay. Ja, ja, hast recht. Dann vierter Mord war Sakura. Die hat Selbstmord begangen. Mit Gift. Der vierte Mord hier war Gundam. Aber das zählt auch mehr im Sinne von erschlagen. Auch wenn es eine ganz andere Art und Weise ist, aber... Dann, fünfter Mord im ersten Teil war... Mukuro ist erstochen worden. Also von Monokuma, aber du weißt schon. Und hier haben wir noch keinen fünften Mord. Mit Speeren. Ja. Und hier steckt ein gleicher Speer drin. Aber ich glaube, gerade deswegen ist es nicht der Fall. Hatten wir dann noch was im ersten Teil? Nee. Also bis auf das Gift kam alles vor. So mehr oder weniger. Also rein der Logik halber würde ich sagen, Nagito ist vergiftet worden. Moment mal. Da fällt mir gerade was ein. War nicht im... Als er den Final Deadroom geklärt hat und sich dann da umgeguckt hat, da wo das kleine Fenster war, da waren ja alle möglichen Waffen. Hat er denn da nicht auch Gift gesehen? Ja. Ah,
Vielleicht hat er es mitgenommen. Er hat ja wahrscheinlich auch die Bombe mitgenommen. Das heißt, irgendjemand müsste ihn vergiftet haben. Und das alles hier nur als Ablenkung. Das wird Sinn ergeben. Mehr oder weniger. Ich hatte keine Ahnung, auf was ich da gucke. Die Frage ist nur, wer ist intelligent genug? Weil Kazuichi ist ein Trottel. Sorry, Kazuichi, aber stimmt leider. Akane ist ein Trottel. Sonja könnte es gewesen sein. Von der Intelligenz her. Chiaki könnte es gewesen sein. Fuyuhiko ist so Mittelmaß, halt so halb Trottel, halb intelligent. Also, Vor allem, die waren ja alle zusammen. Wer hätte es bitte schon machen sollen? Fuyuhiko hat die Bomben gefunden. Ja, und das heißt, der war am längsten alleine. Er war mal angenommen. Irgendjemand von den Leuten, die die Insel erkunden sollten, hat die Insel nicht erkundet und ist stattdessen woanders hingegangen. Das Wäre auch heißt, möglich. ja, aber da wir Fuyuhiko kurz gesehen haben, wo er die Bomben erkundet hat, und da wir Sonja, ich glaube, kurz danach gesehen haben, wären eigentlich Akane, Kazuichi und Chiaki die Verdächtigen. Ja gut, die drei behalte ich mal so im Hinterkopf. Das Böse von der Intelligenz her könnte nur Chiaki die Täterin sein. Weil, wie gesagt, den anderen beiden traue ich es nicht zu. An der Zeit, wo ich realisiert habe, auf was ich da eigentlich gucke, der Nagito Kumaeda, der ultimative Glücksstudent, hat jetzt nicht mehr so viel Glück. Seine Zeit hört auf. Ich habe schon Smile at Stop gelesen. Das wäre natürlich der Überspoiler. Wieso? Ja, Lächeln hört auf. Wobei, nee. Hope. Nagito ist ja mehr Hoffnung, Hoffnung. Weil hier lächeln ja irgendwie alle, so mehr oder weniger. Außer Hajime, der lacht irgendwie nie. Ja, der. Hat auch den Witz nicht verstanden. Aber dafür lacht Sonja. Und Kazuichi heult nur und schreit. Ja, der Schock. Ja, letztendlich, ja, habe ich den Schock registriert. Ein taubes Gefühl breitete sich im Innern meines Kopfes fast sofortig aus. Nagito ist tot. Selbst wenn ich das hier schon gesehen hatte, war ich nicht dazu in der Lage, die Realität jetzt schon zu begreifen. Okay, ich habe schon gesehen, ein Monokuma ist auch erstochen worden. Aber ich wette, das ist nicht der Richtige. Hä? Was passiert hier? Er ist wirklich tot. Er stellt sich doch nicht nur tot, nicht wahr? Ich meine, es ist Nagito, ihr wisst schon. Das stimmt, es ist Nagito. Er hat sich immer mit uns angelegt. Er hat immer versucht, uns zu verwirren. Deswegen, warum? Also, das ist der Grund, warum ich es nicht glauben kann. Nagito, ja, endete in solch einem grausamen, ja, in so einer grausamen Lage. Nagito ist tot, du wiederholst dich. Tief im Innern glaubte ich es, dass das Morden jetzt endlich aufhört. Also, tief im Innern glaubte ich, dass das Morden endlich aufhört, wenn ich diesen Typen niemals wieder sehen würde. Ich hätte aber nicht erwartet, Nagitos Körper so zu sehen. Nagito hat wahrscheinlich dasselbe gedacht. Ich konnte mir nicht helfen, dass ich jetzt sein totes, entsetztes Gesicht sah. Frightened, ich glaube, das ist entsetzt. Aber auf dieser Insel unglaubliche, abnormale Schandtaten passieren die ganze Zeit.
Selbst Nagito konnte der Wahrheit nicht entkommen. Aber selbst sowas Kleines wie das. Okay, er ist garantiert tot. A body has been discovered. Eine Leiche wurde gefunden. Now then, after a certain amount of time has passed, also dann, nach einer gewissen Zeit, wird eben die Klassenverhandlung anfangen. Don't tell me. Die Leiche von Ankündigung? Dann ist das echt Wirklichkeit? Dann Nagito ist wirklich tot? Es ist nicht nur, dass er tot ist, wenn die Leiche von Ankündigung gemacht wurde. Dann bedeutet das, Nagito wurde umgebracht. Umgebracht? Zusätzlich einer von uns war es. Ich meine, das ist es doch das, richtig? Einer von uns hat Nagito umgebracht. Ich meine, ja, nach dem, was Nagito gemacht hat. Ich hätte ihm eine in die Fresse gehauen, ja, aber... Das ist doch ein bisschen übertrieben. Einer von uns hat ihn so brutal hingerichtet. Dann sollten wir wieder anfangen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer von denen sowas mit Nagito macht. Ich meine, was erwartet ihr von mir, dass Chiaki da sitzt, vor ihm kniet und so, hallo Nagito, und so ein Juno-Blick mit dem Messer, so Schlitz, Schlitz, Schlitz. Ich meine, dir wird's wahrscheinlich sehr gefallen, aber wenn Chiaki insgeheim auch so eine Yandere wäre. Okay, ein weiteres Ich verstehe nicht. Nagito. Nagito sage ich schon. Bin Nagito. Bin Hajime. Ich verstehe nicht. Frau. Pulse. Verschwinde von mir, du Neandertaler. Die Klassenverhandlung wird bald anfangen, richtig? Dann... Of course. Ja. Wir müssen es tun. Wir müssen herausfinden, wer der Nagitos Mörder ist. Ganz im Ernst, ich hoffe, der nächste Protagonist, oder besser gesagt Protagonistin wahrscheinlich, wird nicht so, hä? Weil, das wäre echt nervig. Ich glaube, Makoto hat das nicht so oft gemacht. Hey, hey. Egal, wie den Typen opfert. Ihr seid entschlossen, über zu überleben und diese Insel zu verlassen, richtig? Dann wird's Zeit für Action. Dann ist die Zeit für Action jetzt. Also erlaubt mir, euch eure bekannten Monokuma-Ak... Einen Moment. Was? Geh mir schwer im Weg. Ich war gerade dabei, die Monokuma-Akten in so einer coolen Art und Weise auszuhändigen. Halt, Maul, ich kann dich nicht mehr ertragen. Wie viel länger willst du das hier noch durchziehen? Jetzt habe ich nicht darauf geachtet, sind wir jetzt noch eine gerade oder eine ungerade Zahl? So, du bist jetzt tot, oder? Ja, ein Glück. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mal angenommen, eine Person wird hingerichtet. So, dann sind es noch 5. Ein Mord, ein Täter, ein Schuldiger. Sind es noch 3. Noch ein Mord, ein Täter, ein Schuldiger. Ja, dann bleibt einer übrig. Das heißt, Monokuma würde das theoretisch gesehen so lange machen, bis nur mehr ein einziger Student übrig ist. Ich das nicht mehr machen lassen. Nicht mehr. Ich bin hier sicher, dass ich deine bösen Absichten pulverisiere. Hey, hey. Sag was. What's this? Jetzt erinnere ich mich, wer du bist. Du bist Monomi. Hey. Das hast du gerade erst bemerkt? Like. Jedenfalls Monomi. Wenn du über meine Absichten reden möchtest, warum reden wir nicht erstmal über deine?
Moment. Also, das ist echt ein Spiel für ganz Debile. Was sind deine Absichten? Warum hältst du alle hier auf dieser Insel fest? Ich bin mir sicher, alle hier wollen das wissen. Nicht, weißt du? Was? Oh, unfair. Du haltst ja das Maul. Genug jetzt. Okay, ich werde die Part beenden. Das war Danke an Hotbar 2. Goodbye, Despair. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch. Ciao.